und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus den drei Prinzipien Lebensgesprächen. Heute wollte ich mal darüber berichten, in welche Falle ich gestern wieder reingestampft bin und wie es einfach wieder verschwindet, nur durchs Bemerken. Und ja, es geht hier um Stress lass nach. Und wer oder was bedient wirklich unser Gaspedal? Und es war wieder so lehrreich und es war wieder so spannend und interessant. Ich war im Badezimmer und habe mich so fertig gemacht, was ja morgens so zur Routine, zum Ablauf gehört. Ja. Und das Wort fertig gemacht auf zweideutige Art bringt uns echt ins Schwutzeln. Und während des Fertigmachen mit Waschen, Zähneputzen, Haare kämmen und, merkte ich, wie mein Kopf anfing, hier, der schöne Denker, oh, er stand auf dem Kopf, genau, er stand nämlich auf dem Kopf. Und ich merkte, wie diese Gedanken kamen von diese To-Do-Liste. Oh, was habe ich für eine To-Do-Liste heute? Dann kamen Gedanken vorbei von, oh, ich wollte schon länger die ganzen Decken waschen. Ich habe zwei neue Projekte laufen. Ich wollte auch meine Mutter im Heim besuchen gehen und ich merkte, wie sich so dieses ganze Denken und Denken und Nachdenken so richtig angefangen hat, mir ein Gefühl zu geben. Und zwar merkte ich so in mir, oh, wie will ich das schaffen? Es war so druckmäßig, was ich verspürt habe, weil ich gedacht habe, ja, und einkaufen gehen wolltest du auch noch. Und diese ganzen Gedanken, die so rumschwirrten, brachten mich in dieses Gefühl, in dieses enge Druckgefühl. Ich schaffe das alles nicht, das kriege ich alles nicht hin. Bis ich bemerkt habe, oh ja, ah, da sind wieder die Prinzipien in Aktion hier. Die Gedanken, die alle ihre Familienmitglieder mitbringen. Und nur alleine durch dieses Bemerken, dass da wieder der Kopf voll in den Wirrwarr war, statt im Hier und Jetzt, ist es immer dieses Geschenk von dieser Magie, dass auf einmal das Gefühl sich auflöst von Druck, weil man wieder bemerkt hat, ah, so funktioniert es ja in uns und nicht intellektuell. Nein, das geht auf der intellektuellen Ebene nicht. Aber wenn du es ein paar Mal gesehen hast, wer oder was wirklich auf unser Gaspedal tritt, dann haben wir die Macht des Bemerkens, wo es dann aufhört. Und dieser Druck. Und dieses, ich muss es schaffen, war weg. Und nicht, weil ich irgendwas getan habe, um das wegzukriegen, sondern nur aus dieser Erkenntnis heraus, ah, da läuft wieder der Film ab. Okay. Ich bemerke es und es löst sich auf. Und es ist wirklich so spannend, wie simpel und wie einfach das funktionieren kann. Wenn wir in diese Richtung schauen und es wirklich beleuchten und ich möchte noch mal auch so einen kleinen Abschnitt, ist nicht viel, dazu sagen, weil es gibt ganz viele tolle Bücher,
die wirklich über die Prinzipien im Zusammenhang mit unserem Denken oder mit dem Stress schon auf dem Markt sind, wo wir selber gucken können, wo wir alle immer zu einladen. Sobald wir uns der Tatsache bewusst werden, dass wir nur fühlen, was wir denken, und das Denken die Wurzel unseres unangenehmen Erlebens ist, erkennen wir seine wahre Natur. Wenn wir unserem Denken dann erlauben, sich zu setzen, indem wir ihm Raum lassen, werden wir allmählich sehen, dass unser Geist wieder klar wird. Und das meinte ich zum Beispiel mit diesem, ich habe es bemerkt und es konnte sich setzen und mein Geist war wieder ganz klar. Und ich habe meine Arbeit Schritt für Schritt an diesem Tag durchgeführt. Und es ist immer spannend, wie viel man dann, zwar dieser Vormittag, was man alles erledigt bekommen hat, wo man vorher beim Waschen, jetzt als Beispiel von mir, wo man schon im Kopf war, wo das Gaspedal schon gedrückt worden ist, das muss ich schaffen und da will ich noch arbeiten und da einkaufen wollte ich noch und ja, die Decken warten auch schon seit 3, 4 Tagen der Hund und Mama musste auch noch besuchen gehen und dieses ganze Drama, dieses ganze Schwirren, Rumschwirren der Gedanken, hier ist unser Denker, wenn wir uns noch mal erinnern, ja, der uns dann dieses Gefühl vermittelt und ich dem dann den Raum geben kann, weil ich merke, ah, was passiert da gerade wieder? Ja, stimmt. Und du kannst es dir sogar auch logisch erklären oder nicht erklären oder auch Gründe finden und keine Gründe finden. Das ist nur das, was passiert mit unserem Verstand, mit unserem Denker. Aber wenn wir das durchschauen, dann setzen sich dann gibt es Raum, dann gibt es Ruhe und dann gibt es auch kein Gehetze mehr. Und das passiert auch so unschuldig jedes Mal. Und wir haben aber die Macht, es zu bemerken. Und das ist das Einzige oder das Einzigste, ja, was uns dann auch diese Erleichterung schenkt. Deswegen ist das so ein Geschenk, mit den Prinzipien in diese Richtung zu schauen. Es ist kein Konzept. Ja, und es geht auch nicht, ich muss das jetzt anwenden. Darum geht es nicht. Je mehr und je öfter du es wirklich siehst und realisierst, desto mehr kannst du wirklich loslassen. Denn Loslassen ist nur ein Bemerken. Es ist kein Tun. Ich muss da irgendwas tun, loszulassen. Das ist schon losgelassen, wenn wir es wirklich bemerken. Und ja, um nochmal zurückzukommen auf dem Hier und Jetzt, wenn man ganz viele verbinden, dieses Hier und Jetzt im gegenwärtigen Moment zu sein, auch oft mit dem Tag. Aber es geht auch darum, in dem Moment zu sein mit unseren Gedanken. Denn was ist relevant, was ich gerade denke? Bin ich im Hier und Jetzt oder denke ich Zukunft oder denke ich Vergangenheit? Und dieses Jetzt im gegenwärtigen Moment leben hat eine viel, viel tiefere Bedeutung, wie es manchmal so oberflächlich scheint. Ja, und dann wünsche ich dir wieder ganz viel Spaß beim Selbstexperimentieren, beim Selbstschauen. Und wer oder was steht wirklich auf unser Gaspedal? Und in diesem wünsche ich dir Stresslassner. Danke, dass du wieder mit dabei warst und wir hören und wir sehen uns bei der nächsten Folge vielleicht. Tschüss!